Servus Leute, willkommen zurück zu Medieval. Ich habe etwas gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber deswegen werde ich zur Sicherheit dieses Video und nicht nur das Video hier doppelt machen. Nämlich, ich habe gehört, dass der Soundtrack von diesem Level hier und von dem Level mit dem Final Boss, wo ich jetzt allerdings nicht weiß, welches Level das ist, weil ich weiß nicht, wann das kommt. Aber wenn ich dann da bin, wird das sicher sehen, dass die Musik dieser beiden Stages Copyright geschützt ist und dass man das nicht hochladen darf. Deswegen werde ich wie immer zwei Videos anfertigen, einmal mit Soundtrack, einmal ohne. Und ich werde den mit Soundtrack woanders hochladen. Dann werde ich schauen, ob ich gestrikt werde. Und falls ja, dann werde ich Also dann werdet ihr hier dieses Video eventuell ohne den Soundtrack dieser beiden Stages hören oder sehen. Sorry, aber da kann ich nichts machen, da sind mir Hände gebunden. Auch ich muss mich an gewisse Richtlinien halten und wenn ich da querspiele oder querschieße, dann wird sich YouTube darüber nicht ganz so freuen und das ist dann wiederum nicht gut für meinen Kanal. Weil ihr wisst schon, weil Strike und Kanal löschen und so weiter. Da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Also ja, es könnte deswegen sein, dass in diesem Level hier und im Level mit Final Boss kein Soundtrack ist. Aber ich höre ihn ja. Dass sie vor langer Zeit haben Rhinotauren diese uralte Stadt untergehen lassen. Moment, ist sie wieder aufgetaucht? Die Stadt sollte sich endlich mal entscheiden. Okay. Und eigentlich mit Schwert drin. Ich war eine Axt. Yeah. Eine Axt. So ähnlich klingt die Musik hier, aber naja. Gut, das heißt Distanzkampf. Sorry, aber man kann auch die ganzen Sprecher von hier, von den Büchern und so weiter, kann man alles nicht hören, weil das muss ich alles rausschneiden. Sorry. Bist du einer dieser Wächter? Das heißt, ihr könnt nur meine Stimme hören, mehr nicht. Okay, ich glaube, ich sollte nicht mit Feuerpfeilen schießen. Eigentlich müsste ich jetzt viel reden, damit das alles übertrumpft wird. Oh. Haut ab. Gut. Vielleicht sollte ich irgendwann mal in dieses Gellomer-Buch da reingucken. Vielleicht sollte ich auch näher rangehen. Oh, irgendwie, die Musik klingt irgendwie total komisch. Also wenn das urheberrechtlich geschützt ist, dann hätten sie lieber andere Lieder urheberrechtlich schützen sollen, weil das hier klingt irgendwie nicht so geil. Das klingt irgendwie nur seltsam. Ja, ich kann meine Axt schießen. Aha. Hey. Es rennt so ein Fischmensch rum. Wo ist denn dieses Auge überhaupt? Unten steht irgendwas rum. Also, ich weiß, mein komisches. Wow, das war knapp. Man kann sein, dass sich dieses Ding hier drehen kann. Ah, deswegen stehst du rum. Musst du irgendeinen Grund haben, warum ich nicht hier lang gehen soll?
Ja. Ja, das kann dauern. Ihr werdet wahrscheinlich viele Folgen ohne Soundcheck haben. Alle meine Bolzen gehen dahin. Gut. Hinten ist noch einer. Wo sind denn jetzt diese Wächter, von denen die Rede war? Also du bist gemeint. Schade ich dir? Wahrscheinlich. Moment, du machst doch irgendwann wieder auf, oder? Du siehst mich doch total. Ah, jetzt, oh gut. Es ist weg. Ah gut, die kann ich aus Distanz abknallen. Perfekt. Deine ist auch weg. Ich muss aufpassen. Wenn er mich erblickt, bin ich hinüber. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber ich will es gar nicht erst darauf beschwören. Oh, die Musik ist. Sorry, die Musik klingt nicht so gut. Da hätten Sie andere Sachen urheberrechtlich schützen sollen, aber nicht das Lied hier. Gibt bessere Lieder als das. Nein, ey. So, du spuckst auf mich, du Sau. Kann ich da rein? Ja, ich kann da rein. Tod in den Kristallhöhlen. Die klingt ja schon mal sehr nett. Da komme ich wieder raus. Sind das Augen an der Wand? Wie geht? Ist klar, das heißt, hier komme ich wahrscheinlich später weiter. Sollte vielleicht mal zählen, wie viele Bolzen ich brauche, um die zu vernichten. Moment mal. Ja, also. Das Auge ist auch weg. Ah, die Rune. Chaosrune. Die Frage ist nur, wofür ist das jetzt hier? Dafür? Ne, der will eine andere Rune, eine Sternenrune, glaube ich. Naja, wenigstens habe ich schon mal eine Rune, das ist gut. Ich glaube, die muss ich gar nicht töten, kann das sein? Ich kann da einfach weiter rein. Toll. Das überhaupt? Hm. So treffe ich nie. Mist. So. Erdrohne.
Okay, jetzt habe ich zwei Runen, aber geht irgendwie nicht weiter. Okay, langsam aber sicher geht mir die Musik hier auf den Sack. Sorry, aber so gut ist die nicht. Ich weiß nicht, wer da auf die blöde Idee kommt, hier irgendwas urheberrechtlich zu schützen, aber so gut ist die Musik nicht, dass ich sie urheberrechtlich schützen müsste. Wie gesagt, da gibt es bessere Lieder. Boah, ein Bogen, zwei Schuss, warum habe ich das nicht gleich gemacht? Du Hund! Oh, die Axt ist mega. Nein, schmeiß die Axt nicht weg. Moment mal, die Axt, warum bin ich darauf nicht früher gekommen? Die kann ich auch gegen die Fische schmeißen. Oh, ich bin doch so doof. Ja. Egal. Ja. Ich bin zur Gölle mehr. Sofort das kümmere ich. Gölle mehr. Warum sage ich das in letzter Zeit? Kann ich leider nicht platt machen. Es gibt ja noch einen Weg, den ich entlang gehen kann. Bin hier lieber etwas vorsichtiger, weil ich will nicht in dieses Sumpfwasser fallen. Okay, jetzt geht's da lang. Das war irgendwie klar. Hau ab, du Sau. Kann ich die Axt öfter schmeißen? Moment. Nee, kann ich nicht, aber ich mache nur eine Animation. Aber ich habe ihn provoziert. Du Hund! Gut, er ist hinüber. Meine Lebensflaschen gehen langsam zur Neige, wenn das so weitergeht. Ich bräuchte eine neue Lebensflasche. Was ist denn das da vorne? Ein Strudel. Ja, geil. Sieht aber wirklich geil aus, das muss ich schon sagen. Auch sehr unheimlich. Was ist das? Da ist ein Fisch. Aber wenn ich in den Strudel da reinfalle, bin ich doch sowas von Instant Death. Boah! Du Dreckiger! Oh, leck mich doch! Ja, warum mache ich das nicht gleich so? Moment mal, kann es sein, dass das Vieh da hinten mich gesehen hat? Dass deswegen die Typen da angekommen sind? Ja, und jetzt ist es zu. Oder auch nicht. Was passiert denn jetzt? Das Wasserrad ist in Gang gesetzt worden. Sollte er echt mal öfter mein Schild verwenden? Wozu habe ich das Ding überhaupt? Hier ist noch eine Rune. Bestimmt kommen jetzt noch mal welche. Ich habe schon hinter mir jemanden spucken gesehen. Ah, natürlich packe ich jetzt mein Schild weg. Ah, die Runen, okay, die habe ich ja. Zumindest ein paar davon. Trotzdem, diese Gegner, die sind ein bisschen tricky. Eigentlich muss ich nur meine Axt schmeißen und dann rechtzeitig das Schild heben, aber irgendwie bin ich zu blöd.
Sei ruhig, Auge. Oh, gut. Ich hätte trotzdem gern Heilung. Also hätte jetzt ein Bart zerlagt. Okay, das ist, glaube ich, der letzte. Da hinten ist Heilding. Da hinten ist Heilding, ganz klar. Muss mich ein bisschen weiter nach rechts stellen, aber ich habe hier kaum Spatze. Ja, jetzt. Shit. Oh. Egal. Noch ist es egal. Mein Goldschild ist hinüber. Silberschild muss er halten. Ich hätte gern da hinten die Heilung. Okay, krass. Kann ich das so rüberspringen? Wahrscheinlich nicht. Der Strudel ist eingefroren und jetzt. Oh, danke, danke. Das ist jetzt wichtig. Oh, das werde ich jetzt so ausnutzen. Gut, geht so. Muss ich jetzt in dem Strudel rein? Der Baum ist seine Bewegung eingefroren. Ich traue mich gar nicht da reinzuspringen. Das muss doch für irgendwas gut sein. Soll ich Geronimo? Geronimo. Oh, gut. Danke. Sieht aber schon geil aus. Ich bin unter Wasser. Alter, sieht das schön aus. Wow. Ist ja fantastisch. Und Heilung, danke. Oh, wie geil. Sieht toll aus, im Ernst. Frag mich, wie das auf der PS1 aussah. Geh da raus. Ah, Kelch. Ja, super geil. Du Sau, du guckst mich nicht an. Dann ist der nächste. Der ist jetzt auch hinüber. Ist er noch irgendwo hier? Irgendwo wer? Ne, Gold. Gold nehme ich immer gern mit. Ach, verdammt. Jetzt muss ich näher ran. Ja. Yeah. Oh nein, 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 das ist ein Feind. Gut, gerade noch. Hat ein bisschen Schaden genommen, aber zum Glück nicht allzu viel, glaube ich. Achso, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Aha. Ja, Goldschild, definitiv. Ah, ich kann es nicht dauerhaft reparieren. Das ist nicht so gut. Das Geld. Leuchtet irgendwo was. Ah. Aber ich glaube, ich werde den Schnitt machen. Das war. Oder? Nee, Moment.
Ich habe 95, das heißt, das Level kann nicht mehr allzu lange dauern. Wisst ihr was? Ich mache länger. Weil. Ja, weil ich glaube, das Level wird nicht. Ja, genau, jetzt ist der Kelch nämlich voll. Moment mal, was war das? Eine Truhe, her damit. Ah. Jetzt werde ich da zurückgehen und den Kelch auffreshen. Auffreshen. Uff, da ist Wasser. Du Wolf, du. Renn da bloß nicht rein. Jetzt hätte ich fast die Dummheit meines Lebens begangen. So. Jetzt sind die Gegner wieder da? Nö, die bleiben weg. Oh, da klebt was an der Wand. Ich muss sagen, jetzt habe ich wieder mit mehr Spaß an Medieval als wie ja, vor ein paar Parts noch. Kann ich ja nicht weiter reparieren, schade. Weil das da hinten sieht schon geil aus und hier ist ein Riesenskelett. Und kann ich von da aus da rein? Naja, da hinten sind Gegner. Boah, gerade noch meine Augen aufgemacht. Ich komme da raus. Ach so, ich komme so rein. Das ist ein Hebel. Ach so, ein Shortcut. Oder ich muss das machen. Ja, ich muss jetzt erstmal den Ausgang hier finden von dem Level. Geht's weiter, oder? Ah, du gegen mich hier. Shit, das sind noch zwei. Weg da. Ihr schmeckt den. Ich habe jetzt was im Hals, ja. Super geil. Okay, Sternenrune. Ich erinnere mich ja an sowas. Goldschicht kann ich nicht reparieren. Was zum Geier habe ich jetzt im Hals? Irgendwas kratzt jetzt extrem im Hals. Ja, ich hoffe, es hält mein Hals noch durch. Danach muss ich mal einen Schluck zu mir nehmen. Endlich voll blöd, dass ich hier Musik rauscutten muss, eventuell. Also wie gesagt, ich werde es testen und wenn ich sicher anders geht, dann werde ich es rauscutten. Aber es ist trotzdem saudumm. Moment, musste ich jetzt hier hin oder musste ich da? Ne, Moment, Kristallhöhle. Ich war, glaube ich, da. Oh, pass ja auf, wo du hinsteigst. Ein falscher Schritt und es könnte es gewesen sein. Ja, da rein. Da rein, warum auch immer hier halbe Ruine unter Wasser ist. Und da jetzt. Genau. Jetzt schaue ich mal, was mich Schönes erwartet, weil ich habe ja wieder den Kelch eingesackelt. Mittlerweile ist schon wieder 4 Uhr morgens. Wow. Eigentlich müsste ich hier ein Dings auch noch aufnehmen. Xenoblade Chronicles 2. Ja, das Geister-Jojo, danke. Moment, hast du zufälligerweise ein bisschen Geld? Nee, für Reparatur reicht's nicht. Muss ich weiter mit dem Silberschild rumrennen. 12 Kelche darf ich jetzt mein eigen nennen. Warum ich zuallererst immer raufrenne? Wahrscheinlich, weil hier oben die Chance wesentlich höher ist, dass irgendjemand was für mich hat. So Geld oder so. Da hat irgendwie niemand. Auch du wieder. Teufel, Fortescue! Ich hätte wetten können, dass ihr schon längst erledigt seid. Hey, ich hab hier was für euch. Es wird euch gefallen. Wollt ihr? Oh. Geld! Yes! Ich kann jetzt mein Schild reparieren. Das ist geil. So.
Nein, 9 Goldstücke fehlen, willst du mich verarschen? Na egal. Okay, eine Kristallhöhle. Die Kristallhöhlen. Ja, und da oben ist so ein fliegendes Schloss oder schwebendes Schloss, keine Ahnung, was das sein soll. Wahrscheinlich könnte das sogar das letzte Level sein. Naja, jedenfalls, wahrscheinlich muss ich den Soundtrack dieses Levels gerade eben rausschneiden. Wie gesagt, da kann ich nichts machen. Aber naja, das war Medieval. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.